Hallo liebe Freunde meines Kanals, willkommen zu einer weiteren spannenden Ausgabe von Let's Play Black Mirror 3, eurem gruseligen Mitrate-Let's Play hier auf gronkh.de. Ja, endlich können wir hier selbst mal ein bisschen spielen. Ja, worum es geht, habe ich ja eigentlich schon am Ende der letzten Ausgabe erzählt. Wir müssen unsere Unschuld beweisen und ein Unbekannter, der aber nicht unser Freund zu sein scheint, hat unsere Kaution gestellt, ja. Das heißt, die erste große Frage ist, wer ist dieser Unbekannte? Ja, als nächstes müssen wir uns unsere Sachen aus unserer Zelle holen, aber vorher natürlich, wie für einen Point-and-Click üblich, schauen wir uns hier erstmal um. Hier oben blinkt die ganze Zeit so eine Uhrzeit. Ist das 12.41 Uhr oder was soll das sein? Ja, gut, die können sich hier keine intakte Technik leisten, auch nicht schlecht. So, gut, dann gucken wir mal, was haben wir hier? Einen Kopierer, eine Tasse Kaffee, ja, eine Kommandozentrale, Akten, Wasserbehälter, hier ein Bild von Samuel Gordon, auf dem fleißig mit Dartpfeilen geworfen wird. Ja, die scheinen den Kerl wohl nicht zu mögen. Und hier noch ein Stahlschrank und ja, jede Menge zum Anklicken. Also fangen wir mal an. Am besten mit dem Kopierer. Ein Kopierer sieht im Vergleich zum restlichen Mobiliar recht modern aus. Ein Kopierer sieht im Okay, also mit denen können wir noch irgendwas machen. So, hier noch die Kommandozentrale. Die Notrufzentrale. Wie man sieht, ist sie rund um die Uhr besetzt. Ja, immerhin. Und besetzt ist sie nämlich von Constable Zack. Constable Zack scheint in Ordnung zu sein. Sehr gesetzestreu und so. Ja, und auf jeden Fall nicht so ein Arschloch hier wie Inspektor Spooner, denn der würde uns am liebsten gleich durch den Fleischwolf drehen und tut wahrscheinlich alles, nur um irgendwann einmal aus diesem Dorf verschwinden zu können. So, aber wir können ja mit Zack noch reden. Gar keine schlechte Idee. Kann ich kurz stören? Nein. Ja, aber, ja, Spooner hat was dagegen. Gut, das ist natürlich blöd. Ah, vielleicht können wir nochmal mit Spooner reden. Chief Inspector Spooner. Der Mann, der mir die letzten 3 Wochen das Leben zur Hölle gemacht hat. Ein wahrer Sonnenschein. Herr Inspektor, hätten Sie mal eine Sekunde? Mach's kurz. Okay, da können wir aber jetzt über richtig viel reden. Oh mein Gott. Naja, ich würde sagen, fangen wir halt ganz vorne an. Warum mögen Sie mich nicht? Ich Bulle, du Bösewicht. Kommen Sie. Etwas Freundlichkeit hat noch keinem geschadet. Miss Valley war freundlich. Ich war das nicht. Wie oft denn noch? Ja, Darren redet hier von Freundlichkeit. Adrian redet hier von Freundlichkeit. Ja, das ist immer etwas blöd. Ich muss mich jetzt noch an den neuen Namen gewöhnen. 70 Folgen lang sage ich immer Darren und plötzlich heißt er Adrian. Ist ja auch nicht so einfach. Ja, aber eben Adrian war ja auch nicht immer ein Vorbild für die absolute Freundlichkeit. Meine Ärztin, Dr. Winterbottom, wohnt sie schon lange in Willow Creek? Ist vor 10, 12 Jahren hergezogen. Und aus welchem Grund? Wegen der Morde damals? Frag sie doch selbst. Ja, gute Idee, das werden wir später auf alle Fälle noch tun. Was hat sie eigentlich hierher verschlagen? Wüsste nicht, was dich das angeht. Irgendwie erinnert mich dieser Kerl so ein bisschen an Fuller. Was ist mit Ihrem Partner? Scheint schwer beschäftigt zu sein, der Gute. Zack? Das ist nicht mein Partner, sondern mein Constable. Und ja, er hat viel zu tun, also stör ihn nicht. Ja, Zack hat hier richtig viel zu tun, wie wir sehen, denn der kommt ja aus dem Arbeitsstress kaum noch raus. Ja, hoffentlich kriegt der Gute bald einen Kaffee, weil sonst kippt er hier noch vom Stuhl. Und Sie wissen wirklich nicht, wer meine Kaution gezahlt hat? Die bezahlt man beim Richter, nicht bei mir. Ich habe nur ein Schreiben vom Gericht bekommen, dass ich dich laufen lassen soll. Das Dorf hier, Willow Creek. Gibt es hier viele Verbrechen? Oh, erst seitdem du hier aufgetaucht bist. Das heißt, vorher war es ruhiger? Nicht mal ein Ladendiebstahl? Nur das übliche Dorfleben. Schlägereien, Vergewaltigung und betrunkene Autofahrer. Ah, also quasi tote Hose. Genau, Vergewaltigung, das ist doch auch nichts mehr heutzutage. Oh Mann. Haben Sie mittlerweile irgendwas zu meiner Familienzugehörigkeit herausgefunden? Yep. Ich habe hier die Kopie einer Geburtsurkunde von Darren Michaels, geboren am 27.02.1970 in Boston, Massachusetts. Und was ist mit Adrian Gordon? Der ist immer noch tot, liegt in der Gordon-Gruft, und zwar seit dem 12.03.1973.
So steht's auf der Sterbeurkunde, ausgestellt von Dr. Heinz Hermann. Todesursache, Verbrennungen 5. Grades. 5. Grades? Mit anderen Worten, da ist nur noch Asche übrig. Wie praktisch. Das war's erstmal. Ich behalte dich im Auge. Ja, eine Sterbeurkunde, ausgestellt von Dr. Hermann, dem Arzt, den die Frauen vertrauen. Ja, quasi, das Ding ist komplett gelogen. Okay, so, haben wir noch ein was Kaffee, den Kopierer. Den Kopierer können wir nochmal benutzen, aber wahrscheinlich erst später. Gut, Kaffee, was sollen wir mit Kaffee anstellen? Kaffee. Vor allem auch noch mit kaltem Kaffee. Wobei, ich trinke eigentlich sehr gerne kalten Kaffee. Schön mit Milch und Zucker, das schmeckt eigentlich gar nicht mal so übel. Kaffee wäre mir jetzt lieber. Ah ja, gut, aber der ist ja kalt. Soviel ich weiß, gibt es hier keine Asservatenkammer. Gesammelte Indizien und Beweismittel werden in diesen Spinden aufbewahrt. Sie sind grundsätzlich verschlossen. Ja gut, so viel Verbrechen geschehen hier auch nicht, wie Inspektor Spooner uns eben ja gesagt hat. Gut, meine... In einem Dorf, in dem praktisch niemand lebt, da kann auch nicht so viel passieren. Das Polizeiarchiv. Es gibt relativ wenig Akten, aber viele davon sind mit Gordon beschriftet. Ja, was maßgeblich daran liegt, dass wahrscheinlich die Gordon-Morde vor 12 Jahren das Highlight sind, was hier ja vor dem Schlossbrand und Angelinas Untaten so passiert ist. So, ich glaube, dann haben wir jetzt hier mittlerweile auch mal alles durch. Oh, noch ein Ventilator. Der hängt da bestimmt nur zur Dekoration. Bei dem Wetter hier. Gut. Okay, dann sollten wir jetzt hier eigentlich alles haben. Ja, mit Zack dürfen wir nicht sprechen. Ich gucke nochmal vorsichtshalber in die Hotspots. Ah, hier oben hängen noch ein paar Schlüssel. Ich schätze, das sind die Zellenschlüssel. Mal abgesehen davon, dass hier jeder bemerken würde, wenn ich sie mitnehme, ist meine Zelle eh offen. Gut, dann gehen wir auch mal direkt zu den Zellen, weil hier können wir eh nichts mehr machen. Und unsere Aufgabe ist es ja, unsere Sachen zu holen. So. Ah ja, das sieht ja sehr freundlich hier aus. Naja, immerhin gibt's Klo. Und fließend Wasser. Hihi. Okay, gut, dann fangen wir hier mal an. Bett, Spind. Wen haben wir hier? Matt. Ah ja. Gut. Ab in die Zelle. So, das Waschbecken. Auch genannt Ersatzklo. Boah, yeah. Wie das schon aussieht. Ich will auch nicht wissen, warum es Ersatzklo heißt. Im Vergleich zu diesen Toiletten ist eine Müllhalde steril. Boah, ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Wäre schön, wenn die funktionieren würde. Boah. Meine Lektüre der letzten 3 Wochen. Die geistigen Ergüsse meiner frustrierten Vorgänger. Da ist bestimmt irgendeine Kunst drin zu erkennen. Seit ich hier bin, war das obere Bett nie belegt. Nur in der Nachbarzelle ist ab und zu mal jemand. Ja, da ist nämlich der gute Matt. Oh. Auf diesem Kopfkissen, in diesem unbequemen Bett, habe ich die letzten 3 Wochen geschlafen. Mittlerweile riecht es gar nicht mehr so streng. Wahrscheinlich, ja, weil du dich an den Geruch gewöhnt hast. Süßer Vogel Freiheit, ich komme. Gut. Warum es in einer Zweierzelle nur einen Schrank gibt, weiß wohl nur die Polizei von Willow Creek. Aha, ein Bleistift. Mein Bleistift? Aber wo ist mein Tagebuch? Oh oh, Tagebuch ist weg. Der Spind war offen und mein Tagebuch ist nicht hier drin, verdammt. Vielleicht Matt? Mein freundlicher Mitgefangener Matt Newcastle. Einer von den Leuten, vor denen mich meine Mutter immer gewarnt hat. Gut, dann sprechen wir mal mit Matt. Hast du mein Tagebuch gesehen? Dein Tagebuch? Und ich dachte, es wäre das von einem Irren. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist im Ritualraum. Was ist schiefgegangen? Wie hast du meinen Spind aufbekommen? Lass das sein! Constable! Oder noch schlimmer? Was, wenn nichts schiefgegangen ist? Wenn Mordred befreit wurde? Wenn er Besitz ergriffen hat von mir? Mich nach seinem Willen lenkt? Bitte, hilf mir! Irgendwer! Dass ich nicht zum Mörder werde! Gib das her, du Schwein! Ich will keine Marionette von Mordred sein! Ich will, dass dieser Bastard wieder verschwindet! Zurück in die Hölle, aus der er gekommen ist! Ich bring dich um, ich mach dich fertig! Ich will kein Mörder sein! Wuhu! Mach, dass ich mir nicht in die Hosen scheiße! Ich hab Angst!
Adrian? Oh, mein Gott. Mordred. Was ist denn mit dir los? Hey, Scarface. Na, vergiss es, du Spinner. Na, hast du ein Glück, dass die Vision nicht wahr geworden ist. Oh Mann, nur noch ein paar lose Seiten. Was haben wir hier oben? Okay, das bedeutet bestimmt, dass ich jetzt ein Video freigeschaltet habe im Extra-Bereich. Ja, das war gerade ziemlich spooky irgendwie. Adrian, was ist nur mit dir los? Ich weiß nicht, was eben mit mir los war. Aber ich halte lieber erstmal Abstand zu diesem Typen. Boah. Ja, das wäre sicher sehr unvorteilhaft für uns gewesen, Matt hier einfach abzustechen. Denn damit hätten wir die Freiheit vergessen können. Oh, hier haben noch ein paar Bodenkacheln zu benutzen. Verranzte Kacheln. Warum sollte der Fußboden besser aussehen als der Rest? Ja, gute Frage. Aber ich glaube, wir haben dann soweit alles. So ist jetzt unser Tagebuch. Ja, die Überreste davon. Matt, dieser Bastard hat mein Tagebuch zerrissen. Das sind die einzigen Seiten, die ich noch retten konnte. Und die meisten davon sind leer. Ach, shit. Naja, gut. Der Weg in die Freiheit? Er zum großen Bruder vom kleinen Scheißhaufen. Boah. Gut, wir sollten hier ganz schnell verschwinden. Eben nochmal abchecken, ob es noch irgendwas gibt. Ja, Matt, mit dem können wir ja nicht reden, oder? Ich weiß nicht, was eben mit okay. Gut, dann würde ich mal sagen, verschwinden wir von hier und, ja, verlassen auch die Polizeistation, begeben uns ins Dorf. Oh, was ist hier los? Hier bitte unterschreiben, dass Sie die Kautionsbestimmungen gelesen haben und darüber belehrt wurden, sich täglich bei Dr. Winterbottom zu melden. Das hier ist eine Bestätigung über Ihren Gesundheitszustand zum Zeitpunkt der vorläufigen Entlassung. Aber hier kann man nur gut oder sehr gut ankreuzen. Geht es Ihnen denn schlecht? Nein. Na also, unterschreiben nicht vergessen. Hier ist Ihr Geldbeutel. Ausweis behalte ich. Und hier müssen Sie unterschreiben, dass Sie Ihr Zeug erhalten haben. Sind Sie sicher, dass Sie mir bei der ganzen Unterschreiberei nicht heimlich ein Geständnis unterschrieben? Das ist nicht erlaubt. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt, was? Warten Sie mal. Ich glaube, ich war zu voreilig. Da fehlt ja eine 500.000. Das hätten Sie vor dem Unterschreiben überprüfen sollen. Nachträgliche Beschwerden richten Sie bitte an die Zentrale in London. Trafalgar Square. Schon gut, schon gut. War nur ein Witz. Sind wir dann soweit? Ja, Sie können jetzt gehen, Mr. Michaels. Amen. Ach, Mr. Michaels? Gibt's noch was zu unterschreiben? Nein, ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, dass Ihr Anwalt davon ausgeht, dass Sie bald mal anrufen. Hier ist seine Visitenkarte. Wir haben einen Anwalt? Das ist ja sehr interessant. Bis später, Constable. Gut. Das heißt, wir müssen uns bald beim Anwalt melden. Endlich frei. Naja, relativ. Zumindest kann ich jetzt auf eigener Faust meine Unschuld beweisen. Mal sehen, was mein Anwalt von mir will. Ja, mal sehen, wer überhaupt unser Anwalt ist. Das ist ja auch eine Ecke von Willow Creek, die wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Und hier ist ein Tante-Emma-Laden, ne? Auch nicht schlecht. Ein Briefkasten, ein Gemüsestand und ja, wieder jede Menge Zeug zum Untersuchen. Aber erstmal gucken wir mal. Da, genau, hier, Dr. Jones. Die Visitenkarte meines Anwalts. Hätte nie gedacht, dass ich sowas mal brauchen würde. Okay, ja, den sollten wir dann irgendwie mal anrufen. Aber dazu müssen wir erstmal ein Telefon finden.